Hallo und herzlich willkommen bei Ländle TV, der Tag, den Wochenhighlights. Wie gewohnt blicken wir am Ende der Woche nochmals zurück auf die besten Szenen. Die Wirtschaftskammer Vorarlberg, Sparte Gewerbe und Handwerk, lud diese Woche zum Werkstattgespräch zur Firma Salzmann nach Hurnems. Einige Eindrücke davon gibt es jetzt. Am Dienstag, den 21. Mai, öffnete die Firma Salzmann Formblechtechnik in Hohenems die Werkstatttore für das diesjährige Werkstattgespräch. Zahlreiche Gäste aus Handwerk und Gewerbe folgten der Einladung der Wirtschaftskammer Vorarlberg. Der Abend wurde dann von Geschäftsführer Gerhard Salzmann und Spartenobmann vom Gewerbe und Handwerk Bernhard Feigl eröffnet. Landesstatthalter Karl-Heinz Rüdeser erörterte den Stellenwert des Vorarlberger Handwerks für den Wirtschaftsstandort Vorarlberg und ging auf die Bedeutung des heimischen Gewerbe und Handwerks als Garant für eine positive wirtschaftliche Entwicklung in Vorarlberg ein. Zudem wurde das Chancenpotenzial der heimischen Handwerksbetriebe angemerkt und anschließend in offener Runde diskutiert. Das Gewerbe und Handwerk ist sehr wichtig, ist der größte Arbeitsgeber, ist der größte Lehrlingsausbildner. Die Hälfte aller Lehrlinge werden im Gewerbe und Handwerk ausgebildet. Das Gewerbe und Handwerk ist in Vorarlberg sehr vernetzt mit der Region, mit der Bevölkerung, hat einen sehr hohen Exportanteil. Wir sind im Spitzenfeld, also wir sind die Führenden in Österreich. Wir haben einen Exportanteil nahe 20% und sind nicht nur als Arbeitsgeber sehr, sehr wichtig, sondern auch als Teil der Gesellschaft und Teil der Bevölkerung. Bei einer exklusiven Betriebsführung konnten die Gäste hinter die Kulissen einer der modernsten Handwerksfirmen im Land blicken. Dabei wurde aufgezeigt, welche Vorteile das Unternehmen durch den Standort Vorarlberg nutzt und wie sich der Neubau etabliert hat. Die Gäste wurden durch die jeweiligen Schritte der Blechverarbeitung geführt und konnten sich direkt vom weiten Spektrum der Firma überzeugen. Soweit also zum Werkstattgespräch in Hurnems. Viel los war am vergangenen Wochenende in Nenzing, denn dort ging das Fest der Generationen über die Bühne. Und auch dort haben wir einige Eindrücke für Sie zusammengefasst. Dieser Tag war ein ganz besonderer, denn es gab einiges zu feiern. Zum einen fand der Tag der offenen Tür im Haus Nenzing und des betreuten Wohnens statt. Weiters gab es eine Besichtigung des renovierten Kindergartendorf und das Kinderhaus Nenzing und die Jugendkulturarbeit Walgau feierten ihr fünfjähriges Bestehen. Zahlreiche Besucher aus nah und fern nutzten die Gelegenheit, die unterschiedlichen Räumlichkeiten zu besichtigen. Im Zeichen von Jung und Alt eröffneten die Bürgermusik Nenzing und die Kindergartenkinder den Tag der offenen Türen. Von seitens der Gemeinde sind die Projekte ein sichtlicher Erfolg. Und vor allem die Lage an und für sich, wo alles wirklich beieinander ist. Jung und Alt, wie man immer auch sieht, Jung und Alt gehören zusammen und Jung und Alt wird noch zusammen heben. Und ich denke, das ist eine Geschichte, wo man weit gehen muss, wo man etwas findet. Man hat natürlich auch sehr viel Zeit von der Verantwortlichen da in die ganze Sache investiert. Und das Ganze kostet natürlich auch Geld. Aber ich denke, dass man das eine Investition sicherlich auch in die Zukunft ist. Ja, wir haben heute wunderbares Wetter und ein Fest der Generationen, so wie wir uns das wünschen. Wir haben Tag der offenen Tür in den verschiedensten Einrichtungen und geben damit den Bürgern unserer Gemeinde die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen dieser Einrichtungen zu eröffnen und vor allem natürlich auch die vielen fleißigen Mitarbeiter kennenzulernen, die hier arbeiten. Ja, die Rückmeldungen sind tatsächlich ganz hervorragend. Wir freuen uns, hier an der oberen Bahnhofstraße so verschiedene Einrichtungen miteinander verbinden zu können. Wir haben natürlich das Ärztezentrum, die Apotheke hier an der Straße, wir haben die Jugendpsychiatrie da, wir haben dann die Gemeindeeinrichtungen, das Sozialzentrum, Kinderhaus, Kindergarten und, und. Und mich freut es natürlich als Bürgermeister, wenn die so gut zusammenarbeiten und wir in der Gemeinde ein gutes Klima für die Generationen haben. In Zukunft wird sich aber weiterhin noch einiges in der Marktgemeinde tun. Als nächstes Projekt wird das Haus 2 in Angriff genommen und ganz nach dem Motto Nenzing blüht, wird sich in naher Zukunft also noch einiges bewegen. Diese Woche lud das Vorarlberger Unternehmen Vorarlberg Milch zur Bilanzpressekonferenz. Das Unternehmen kann zufrieden auf das Geschäftsjahr 2013 zurückblicken. Die
Das Vorarlberger Traditionsunternehmen Vorarlberg Milch blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2013 zurück. Bei der Vorstellung des vergangenen Wirtschaftsjahres heute Donnerstag war durchwegs positive Stimmung zu verzeichnen. Eines steht beim Unternehmen ganz oben, 100% Ländlemilch. In Zeiten wie diesen sei vor allem die Herkunft ein wichtiger Qualitätsfaktor. Dass dieser Gedanke auch funktioniert, zeigen die vorgestellten Zahlen. Ja, grundsätzlich war das Jahr 2013 ein sehr erfolgreiches Jahr. Wir konnten zum einen den Umsatz stark steigern um 7,5% auf fast 15 Millionen Euro. Gleichzeitig das Milchgeld für unsere Landwirte erhöhen, das ist sehr, sehr wichtig, auf über 40 Cent. Und last but not least natürlich das Bilanzergebnis, auch ein positives, somit alle drei Säulen passen. Auch für die Zukunft ist man bei Vorarlberg Milch gerüstet. Schon für das heurige Jahr stehen Investitionen an und die neuen Produkte entwickeln sich gut. Ja, wir investieren weiter in den Betrieb, in den Standort Feldkirch, ganz, ganz wichtig für die Zukunft. Wir sehen hier auch große Herausforderungen auf uns zukommen, um die Milch, die in Vorarlberg produziert wird, von unseren Landwirten erfolgreich zu vermarkten. Und hier werden wir vor allem in ein neues Außentanklager investieren, in einen neuen Lagerleitstand und die Erweiterung unseres Verkaufsladens. Die Beliebtheit der Marke und vor allem auch die gezielte Ausbildung der eigenen Fachkräfte soll auch in Zukunft den Erfolg von Vorarlberg Milch weiterführen. Vorarlberg Milch blickt also zufrieden auf das Jahr 2013 zurück. Zufrieden in die Zukunft blickt man derzeit im Brandner Tal. Dort ging diese Woche der Spatenstich für den Bikepark über die Bühne. Was vor 10 Jahren noch zaghaft begann, boomt mehr denn je, die Bikeparks. Vorarlbergs erster Bikepark, der Bikepark Brandnertal, bietet ab diesem Sommer Anfängern, fortgeschrittenen geübten Bikern aller Altersklassen und auch der ganzen Familie die Möglichkeit, den Mountainbikesport in allen Facetten auszuüben oder kennenzulernen. Der Bikepark Brandnertal stellt für die Bergbahnen einen weiteren Meilenstein für die Belebung des Sommertourismus dar. Es ist ein Freudentag heute. Bei uns war das Ziel, dass wir die Einhornbahn 2 da beim Ferienpark im Sommer auch in Betrieb nehmen können. Und das ist aus kostentechnischen Gründen nur möglich, wenn wir neben den Wanderern andere Anspruchsgruppen auch bedienen können. Und das haben wir jetzt mit dem Bikepark und mit den Rollerstrecken. Und ich bin stolz, dass wir den ersten Bikepark in Vorarlberg nun realisieren können. Neben dem Familienangebot, das wir da im Brandnertal haben, haben wir durch das auch eine Ausweitung unserer touristischen Zielgruppe. Wir haben einen größeren Blumenstrauß, den wir jetzt am Markt präsentieren können. Und da sind wir sehr stolz dafür. Das Ziel ist es, die Nummer 1 im Bike-Bereich in Vorarlberg zu werden. In den kommenden 3 Jahren sollen hier 20.000 Biker und mehr bewegt werden. Durch diesen Park wird die Region um eine spezielle Attraktion reicher, freut sich der Bürgermeister. Das ist natürlich ganz enorm wichtig. Ich meine, wir haben wirklich ein wunderbares, tolles Wandergebiet. Wir haben Alperona, wo wirklich alle Stücke spielt, was Landwirtschaft betrifft und gute regionale Produkte. Wir brauchen natürlich ein bisschen mehr Action in Vandenberg und mit diesem Projekt haben wir das hundertprozentig geschafft, da bin ich überzeugt. Der Bikepark Brandnertal soll für die Tagesgäste und Urlauber von nah und fern ein Ausflugsziel werden. Aber auch Events und Wettkämpfe sollen hier in naher Zukunft über die Bühne gehen. Der Bikepark soll zu einer richtigen Sportstätte wachsen. Also wir wollen auf jeden Fall die Region beleben. Wir haben Ausbaustufen geplant in den nächsten Jahren. Wir wollen also wirklich eine große Sportstätte hier neu bauen. Und heute mit dem Spatenstich, glaube ich, sind wir sehr stolz und sehr froh, dass es jetzt endlich losgeht. Der Liftbetrieb startet am 19. Juni 2014. Ab diesem Termin ist die Funsportstrecke mit Mountaincarts und Monsterrollern bereits in Betrieb. Der Bikepark befindet sich noch in der Bauphase und wird voraussichtlich im August diesen Jahres in Betrieb gehen. Das war's auch schon wieder von einer Ausgabe Ländle TV, der Tag, den Wochenhighlights. Sie sehen im Anschluss wie gewohnt noch das Wetter. Ich verabschiede mich bei Ihnen und wir sehen uns am Montag wieder. Bis dahin, tschüss. Der Sonntag startet noch recht sonnig mit einzelnen Federwolken. Im Tagesverlauf entwickeln sich mit der Sonneneinstrahlung und der Tageserwärmung wieder vermehrt Haufenwolken und ein kurzer Schauer in Begleitung von Blitz und Donner ist möglich. Der Montag beginnt aufgelockert und trocken, ab Mittag nimmt die Bewölkung zu und gewittrige Regenschauer sind zu erwarten. Und am Dienstag regnet es dann bei Temperaturen von 14 bis 17 Grad.